Hallo und herzlich willkommen bei Tipptapp Tube. Wir haben direkt mal ein bisschen Schnee hier. Die Jungs, die sind hier auch schon mit dem Schlitten unterwegs. Und wir haben hier so ein paar Sachen für den Winter, also um damit im Schnee zu spielen. Und genau, das testen wir jetzt mal. Ja. Und jetzt kommen wir hier zu unserem ersten Spielzeug für schneereiche Tage. Ja. Und da ist es. Eine Schneezange. Ja. Man kann auf dem Boden Schnee holen, denn so zusammen. Eine Wörter halt zu einer Kugel und also Schneeball, dann kann man schon werfen. Da ist überhaupt Schnee da drin? Ja. Da ist es noch mit dabei. Und jetzt. Und da. Spannen wir unten Schneeball. Der ist ja mal kreisrund hier, ne? So richtig rund. Also ich glaube, mit der Hand kriegt man den nicht hin. Nee, das kriegen wir nicht hin. So. Auch die Größe. Okay, dann machen wir ein paar davon auf Zeit jetzt und dann legst du die alle auf deinen Schlitten drauf. Achtung, fertig. Los geht's. 1, 2, 3. Max zählt die Sekunden. 6, 7. Halbe Minute. Eine Minute. Aber wie schnell, also mit den Händen kriegt man das niemals hin. Das. Oh, und hier sind die Schneebälle. 1, 2, 3, 4, 5, richtig genial. Stück. Wie viele Sekunden hat er? Das 30, muss, das reicht. Das okay, lass mal zählen hier. Wie viel hast du geschafft? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schneebälle in 30 Sekunden und ohne kalte oder nasse Hände zu kriegen. Stimmt, ne? Das auch noch. Die kriegen wir aber beim Werfen. Ja, okay, ein bisschen. Also, das war jetzt hier unser erstes Tool für schneereiche Tage. Die haben wir ja hier nicht so doll. Nicht so oft, nein. Aber heute haben wir jetzt mal ein bisschen Schnee gekriegt hier über Nacht. Und jetzt kommen wir auch gleich zu unserem nächsten Snow Gadget. Haben wir hier, ja, gleich haben wir Schneegranaten. Man sieht mal her. Also, die sind da richtig cool aus, ne? Ja, und jetzt würde ich sagen, hier ist das die gleiche Zange. Ja. Einmal in grün, einmal in rot. Und dann würde ich sagen, macht ihr mal 30 Schneebälle, Schneegranaten auf Zeit. Ich meinte natürlich nicht 30 Snowgranaten, sondern in 30 Sekunden. Guckt ihr mal, wie viele ihr schafft. Hier ist schon mal die Stoppuhr. Ich bin seit neuestem Schneeschieber. Ich auch. Ich bin auch ein Schieber. Hey, jetzt werde ich. Und weil der Schnee nicht so richtig reicht hier für diese Granatenzangen, haben wir uns hier erstmal ein paar kleine Schneehaufen gemacht. Einer von Max, einer von Ash. Haben wir zusammengekratzt. Und dann geht's jetzt los. Okay, seid ihr bereit? Wir sind bereit. Auf die Plätze. Fertig. Los. Praktische. Man kann nicht auf Start drücken, doch jetzt. Das Praktische ist ja. Die Zeituhr läuft. 30 Sekunden Zeit. Genau so wie Max das. Guck mal, so ja, cool. Zwei, ich glaube, da muss ein bisschen mehr Schnee rein. Eine ist kaputt gegangen. Und hier sind vier. Aber die sehen richtig genial. Also im Grunde schon richtig wie Handgranaten aus, ja, ne? Auch. Und da war kurz mal der Akku leer. Wir waren bei 27 Sekunden. Ja. Und jetzt die letzten 3 Sekunden. Auf die Plätze, fertig, los! 21, 22, 23 und stopp! Das Praktische ist ja, man macht zwei zur Zeit, ne? Oh, jetzt gucken wir mal, wer die meisten Handgranaten aus Schnee gemacht hat. Wir haben hier erstmal bei Ash 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Granaten von dir. Und jetzt mal sehen, wie viele Max geschafft hat. 1, 2, 3, 4, eine halbe, die zählt nicht. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich glaube, ich habe die nicht ganz gezeigt. Aber er hat doppelt so viele, ne? Ja. Also, der Gewinner heißt Max. Aber eigentlich sind wir alle Gewinner, weil wir hier so richtig schön Schnee haben, ne? Mhm. Jetzt gucken wir mal, was als nächstes kommt. Ja. Was hast du denn noch so in deiner Zaubertasche? Guck mal, Ash guckt schon. Der hat schon da. Was da kann man denn? 3 Kugeln gleichzeitig formen. Genau, wir hatten ja zuerst einen Einball-Maker, genau. Dann den 2-Ball-Granatenmaker und jetzt hier den 3-Ball-Maker. Das sind sie hier. Mit diesen coolen Gadgets kann man 3 Schneebälle auf einmal machen. Und wir haben das hier einmal in weiß-orange und schwarz-blau. Max hat schwarz-blau auch 3 Stück. Und ich würde sagen, ihr habt wieder 30 Sekunden Zeit, ne? Die Frage ist jetzt, ja gut, wie macht man das? Also von welcher Seite? Einfach nur so? Einfach irgendwie die Schneebälle hinbekommen. Und beim Testen dieser Gadgets ist hier erstmal der Schneeballkrieg ausgebrochen. Hier die beiden, die bewerfen sich erstmal kräftig. Oh, jetzt legt Max die Kamera weg, jetzt wird's ernst. Jetzt geht's erst richtig los. So, seid ihr bereit? Jo, wir sind bereit. So, und es geht los. Auf die Plätze. Fertig. Los. 30 Sekunden Zeit. Mal sehen, wie viel ihr schafft. Bei dem Teil ist das ein bisschen schwieriger. Da muss man scheinbar ein bisschen reinstopfen.
Und ja, Ash, was machst du? Er macht das auch. Und was macht unsere Zeit? 22 Sekunden, 23, 24, 25. So komm, das schaffst du noch ordentlich 26, was rein da und dann hast 27, du noch die nächsten fertig. 28, 29. Und der Schnee 30. ist auch so ein bisschen wachsig. Stopp, ja. Das reicht. Die drei zählen wir noch, die drei ja? auch. Gut. Und wer hat wie viele Schneebälle geschafft? Wir gucken hier mal bei Ash. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schneebälle. Super. Und Max hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einer mehr? Wie geht das denn? Zwei sind kaputt gegangen. Oh. Zwei sind geschrottet, okay. Und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Schneegadget. Und zwar ist das jetzt nicht für Schneebälle zum Werfen, sondern... Max, was kommt als nächstes dran? Da haben wir stehen. Eins für Schneeschuhe. Aber weißt du was, man braucht dafür richtig viel Schnee. Oh ja. Also, was macht man damit? Eckige Schneebälle. Kann irgendwas bauen. Nein, du kannst ein Eishaus. So ein, ja, ein Eishaus. Genau, Iglo oder so. Oh, dann mal los, ne? So, machen wir es mal so. Ja, guck mal. Schneeschieber. So, haben wir ein bisschen mehr davon? Cool. So. Perfekt. Und dann kommt der erste Baustein. Wow. Zack, da haben wir den ersten Stein. Okay, bauen wir dein Iglo. Was? Bau dein Iglo fertig. Okay, wir fangen an. Stein Nummer 1 ist schon mal fertig. Stein Nummer 1. Der Grundstein ist fertig. Es geht weiter. So, die Mauer entwickelt sich langsam hier, ne? Langsam, aber sicher, würde ich sagen. Hier, die ersten Steine sind fertig. Und hier kann man dann die Schneebälle rein, das ist eine Schneeballmauer, damit niemand die klaut. Genau, das ist die... Wenn man gerade in einem Kampf mit Schneeball... Genau. Das ist die Schneeballzentrale. So, und Max ist jetzt in der Zwischenzeit auch schon fertig hier. Jetzt er hat sich ein bisschen an den Schneesteinen hier beschäftigt. Hier ist es, sein Zuhause für die nächsten 24 Stunden. Aber ja, dazu könnt ihr was bei Echtso gucken. Genau. So, und dann geht's weiter. Das ist alles hier viel zu hell. Und jetzt geht's weiter, ne? Jop. Mit unseren Spielsachen. Mit dem nächsten Gadget. Ja. Und jetzt gibt's hier eine Schneepistole. Den Solo-Blaster. Solo-Blaster, genau. Da bin ich ja gespannt. Hier kann man noch extra Schnee reinpacken und ja. Dann hat man hier vorne die Pistole. Da kann man hinten dran ziehen. So sieht es da drin aus. Aha. Und. Ja, cool. Boom, es fliegt. So, einmal in den tiefen Schnee. Dann. So, ein bisschen Schnee rauf. Zack. Und dann zuklappen. Den Schnee zusammenpressen. Und dann ist die Munition fertig, ne? Ja. Zack, da haben wir unseren Schneeball. Munition fertig. Jetzt kommt es hier vorne rein. Und. Die Pistole ist geladen. Und jetzt. Von hinten einmal spannen. Wohin? Und? Ja, und Schuss. Ja! Cool. Aber so weit schafft man es doch. Das fliegt weiter. So weit kann man auch werfen, glaube ich. Ne? Ja, klar. So, Ash ist dran. Toll. So, die Pistole ist geladen und Schuss. Jo, ja. 2 Meter, 3 Meter weit geschossen. Was für ein cooles Spielzeug. Geladen. Mhm. Und dann kann man natürlich auch hier ordentlich ziehen, ne? Oh. Wo ist er denn? Weiß ich nicht. Hat man auf die ganzen weißen endlos weit weggeflogen. Ja, genau, ist weg. Und damit kommen wir jetzt auch zu unserem letzten Gadget. Holen wir es mal schnell. Ja. Die Snow Crossbow. Das sieht cooler aus. Ne? Ist etwas größer als die letzte Pistole, ne? Finde ich auch. Mhm. Und kann wahrscheinlich auch 100 Meter weit schießen oder so. Das wäre mal genial. Wir packen jetzt erstmal aus. So, zack. Oh mein Gott. Hier haben wir den Crossbow. So, wie geht das jetzt? Hier vorne kommt der Schnee rein und hinten zieht man dann. Das ist ja mal richtig cool hier, oder? Ja, das dann geht. Warte mal. Geht schwer. Oh, ja, muss man mehr Kraft kommen. Oh. Aber dafür fliegt das Teil auch weiter, schätze ich mal, ne? Ich auch, ja. Einmal rein damit. Wow. Bomm. Okay, das waren bestimmt 50 Meter. Aber ich glaube, man kann weiter werfen, als man damit schießen kann, ne? Okay, also auf dem Karton steht drauf 60 Fuß. Ich weiß gar nicht, das sind hier vielleicht 100 Meter. 100 Meter? Ich habe keine Ahnung. Wer das umrechnen kann, 60 Fuß, wie viele Meter sind das? Weiß ich nicht. Ich glaube, man ist schneller, wenn man einfach wirft, oder? Ja, ich glaube auch. Das glaube ich auch. Das war es jetzt hier mit unseren 5 Schneegadgets. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, hier bin ich. Wenn ihr solche Gadgets auch schon kennt oder nicht kennt, schreibt es uns mal unten in die Kommentare rein, was ihr so alles habt an Fangen oder was auch immer, womit man irgendwas für den Winter machen kann. Ja. Wir haben ein Gadget vergessen. Was? Die Hand. Ein Schneegadget. Ah, die Hand. Der Schlitten. Auch noch.
Okay, also wir wollten ja auch nur was zeigen, was nicht für Schnee, sondern für Schneebälle geeignet ist. Ja. Nummer 5. Genau. Nummer 6, die Hand. Okay, Scherz beiseite. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr so alles kennt. Und auf jeden Fall abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.